Und herzlich willkommen zurück hier in Artstunden mit mir, dem Lean. So, und heute bei der spielengewerteten Folge geht es um ein anderes Thema. Und zwar um den Jäger. TGT, Hunter Deck. Was soll ich sagen? Es war nicht schlecht. War schon okay. Aber ich sag euch eine Sache. Den zweiten Messer-Jongleur stelle ich jetzt erstmal her. So, jetzt ist es nämlich mal langsam genug mit der Sparerei. Das Deck habt ihr gesehen. Auch in den vorherigen Folgen brauche ich jetzt noch nicht mal, brauche ich nicht mehr so groß. So. Groß anzupreisen. So, wir machen jetzt nochmal ein neues Jägerdeck. Und zwar nicht so hart fokussiert auf die TGT-Sachen. Das wäre zwar schön, aber ne, nicht nur. Sondern overall einfach mal ein relativ gutes Facehunter-Deck zu bauen. Das ist jetzt mein Ziel. Fügt dem Feindlichen einen 2 Schaden zu. Das würde ich jetzt mal machen. Dann Sprengfalle, schneller Schuss, zweimal das Gliwea, zweimal Tierbegleiter, zweimal Fass, zweimal lass die Hunde los. Fügt einem Dino, tickt ein Dino in der Geheimdienst, ne? Bärenfalle finde ich an sich ganz gut, weil man dann auch einen Diener mehr auf dem Feld hat, der angreifen kann. Schlangenfalle finde ich auch ganz gut mit dem Messer-Jongleur, aber würde ich jetzt auch nur einmal einpacken, habe ich auch nur einmal. Hyäne passt auch ganz gut mit Lass die Hunde los und Schlangenfalle und so. Den packe ich auch einmal rein, weil er sehr stark ist, finde ich. Savanne Hochmähne kann man auch einmal machen. Ich würde auch vielleicht einmal das Spinnennest reinpacken. Für den Fall, dass wir echt so ein Late-Game-Messer-Jongleur haben. Das wäre schon cool. Eure Wildtiere haben Ansturm. Vielleicht. Na, gucken wir erstmal weiter, ne? Die ganzen Face-Schaden brauchen wir auf jeden Fall. Die haben wir. Das haben wir. Das haben wir. Das sieht doch schon mal alles ganz gut aus. Lepra Gnome. Unteroffizier. Eule. Na, vielleicht nur einmal Eule. Und den hier einmal. Ja, so sieht das Deck aus. Hier ist die Mana-Kurve für euch. Ja. Ah, vielleicht ist das Spinnennest auch zu langsam. Vielleicht nehme ich das auch wieder raus und stattdessen noch einen zweiten hiervon rein. So, fertig. Zurück spielen. Und los! Ne? So ist das. Ich hoffe, euer Tag war schön. Rexar gegen Rexar! Lasst die Jagd beginnen. Ich bringe euch zur Strecke. Das ist natürlich eine coole Kombination. Aber als Starthand nicht so gut geeignet.
Ah, ist natürlich als Starthand auch nicht so toll gerade. Grüße. Ja. Nicht so toll. Ja, wir spielen auf Rang 15 gegenüber Ninja, einen anderen Jäger. Gucken wir mal, Münze. Der Krabbler, ne? Ja, wenn er jetzt Messer-Jongleur spielt, wäre das natürlich gefährlich. Macht er aber nicht. Das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Können wir nämlich hier... So. Ah, Mal des Jägers. Das war gut. Gut gespielt. Kämpfe meiner Seite. Ah, Jäger gegen Jäger ist auch nicht ganz mein Fall, muss ich ehrlich gestehen. Ja, den habe ich jetzt ganz außer Acht gelassen, bei mir einzubauen. Fällt mir gerade auf. Nicht gut. Gar nicht gut. Ah, jetzt müsste ich das zweite Mal lass die Hunde losziehen. Ziemlich dringend. Kämpfe meiner Seite. Boah, sehr dringend. Boah. Hätte ich den Messer-Jongleur doch spielen sollen. Legt diesen Apfel auf euren Kopf! Heute muss ich keine Prinzessin sein. Ja, ich werde down gehen. Schade, 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 schade. Gut gespielt. Jo. Schade, schade, schade. Ja, ist nicht gut gelaufen. Auf in die Schlacht, Maden. Madenschlacht. Ja. Ich glaube, da werde ich den Schredder noch einbauen müssen. Das habe ich leider komplett vergessen. Ich muss auch mal gucken, ob sich der irgendwie einbauen lässt überhaupt. Was haben wir denn da? Schützen des Hochlands. Da weiß ich auch gar nicht, was ich von der halten soll, ne? Ja, vielleicht. Vielleicht kann es ganz gut sein. Mal die weg und stattdessen den Schredder rein, ne? Wo bist du, Schredderchen? Jetzt komplett außer Acht gelassen, ne? Komplett vergessen. Ja, okay, ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen und dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Da werde ich das dann auch mal probieren, ne? Ganz einfach. So, tschüss.